Hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Folge von Orion nicht, sondern Satisfactory. Und Neustart. Nein, nicht Neustart. Warum? Sind hier bei einem guten Let's Play, also da wird kein Neustart geben oder so. Also. Ich muss craften. Vitus, du wirst dann fighten, weil hier ein paar böse Viecher rumrennen, oder? Ich hab mich gerade ein bisschen geklopft, ja. Ne, wir suchen ganz viel Mycelium, auch weil beim diese ganz. Warum ist es hier radioaktiv? Weil da radioaktive Steine waren, da war ich gerade auch. Da hängt gerade ein Rosenquarz, Rosenquarz. Rosenquarz, ja, Rosenquarz, den bringe ich dir mit, Jule. Heißt Rosenquarz, ne? Nein. Nein. Du weißt, was ich meine. Ja. Aber es ist nicht Rosenquarz. Rohquarz. Ich könnte ja vielleicht meinen Entwickler mal so anfragen, so eine E-Mail dran schreiben, ob sie sowas vielleicht einfügen, so Rosenquarz oder so, ne? Ja, und was willst du daraus machen? Schmuckkettchen. Die kannst du dann umhängen, oder was? Ne, dann kann er sich auf die Straße setzen und das an die spuckenden Monster verkaufen. Ja, oder so. Beruhigung der spuckenden Monster. Beruhigung, ja. Beruhigung des. Das ist mein Beruhigungsrosen. Wie viel Mycelium hast du jetzt, Frankie? 304. Wir müssen aber einiges haben. Allein für die medizinischen Zwecke. Ja, also du brauchst. Für den, Schutzanzug kostet 50. Ja, aber du willst ja auch noch diese heilenden Dinger haben, oder? Ja, aber. Medizinische Inhalatoren. Ja. Da brauchst du für einen medizinischen Inhalator brauchst du 5 Mycelium und 3 Alien-Organe. Ja. 3 was? 3 Alien-Organe. Okay. Also ich hätte jetzt, ich habe heute schon über 12 Stück auf jeden Fall gesammelt. Ich habe jetzt über 500 Mycelium. Ich auch, 624. Bei mir sind ganz viele von diesen Bäumen. Ich weiß ja nicht, ob wir Holz oder so einen Scheiß wieder je brauchen. Aber ich habe auch gar nicht gedacht, dass wir die Kettensäge noch brauchen, also. Ja, kannst du mal sehen. Aber erst noch genug Farben, damit wir das nie wiederholen müssen, das Zeug. Kannst du mal sehen. Ohne Geld Snacke. Manchmal werden ja Schnecken angezeigt und dann gehst du da hin und dann sind sie weg. Echt? Ja, ja. Hatte ich auch schon. Und wenn ihr Schwefel findet unterwegs, mal irgendwie so. Also ich glaube, wenn ich 1000 gefunden habe von diesem Zeug. Okay, ich habe hier einen Frack gefunden, das 200 mA braucht. 200? 200. 256 mWh. Das ist gut, ja. Das ist schon ein kleines Kraftwerk bauen, wa? Da muss ich eine Schruhe von uns anlegen. Aber ich habe 8 Supercomputer. Mein Gott, Strommasten MK3 gibt es auch. Strommasten MK3? Okay. Ja. Guck mal, machen wir dich mal sauer, blödes Mischi. Ich habe keine Munition mehr dafür. Ja. Das ist schlecht, Frau. Oder wie das Gunpowder sollten wir auch mal machen, wa? Ja. Oh, scheiße. Was? Oh, ja, das ist hier kein lebensfreundliches Biom, also. Alle 5 Ecken ist irgendwas, was dich töten will, und wenn das nicht da ist, ist radioaktive Strahlung oder Gift. Da ist es.
kannst ja froh sein, dass sowas erst ziemlich in Late Game passiert. Ja, das Gebiet hier kannst du auch ziemlich im Early Game erreichen. In Early? Kannst du es auch erreichen, ja. Ja, geht, aber mühsam. Nö. Das ist der Wald, in den du kommst, wo teilweise unsere Kohledinger stehen. Ja, nur ganz weiter weg, ne? Also. Siehst du diesen komischen Berg da, wo in der Mitte das Frack drauf ist? Drumherum sind so viele Schnecken und Fracks, die du sammeln kannst, ne? Aber du musst halt übelst aufpassen, ne? Ja, wie gesagt, ich habe heute überhaupt keine Rohstoffe bei, um Frack zu sammeln. Geh vorne her, also. Grüße dich. Okay, hier könnte man runterjumpen. Da ist eine Ebene, aber die ist nicht interessant. Okay, ich muss zurück. Warum? Mein Inventory ist voll. Warum meinst du nicht? Wir haben ja, hast du gemerkt, dass das Inventar mäßig sehr viel größer geworden ist? Größer, ja, sehr viel. Weiß ich nicht, aber das ist immer ein bisschen her, dass ich gezockt habe. Ja, wir haben das um 10 Plätze erweitert. Während du nicht da warst. Ja gut, knapp eine Reihe mehr. Okay. Aber bei mir habe ich auch Anzeigefehler. Es wird nicht mehr alles geladen, glaube ich. Ja, ich laufe auch die ganze Zeit irgendwo gegen. Ja, ich auch. Moment. Also schön ist es nicht, ne? Nee, das ist es echt nicht. Latinen. Jetzt sehe ich das Frack auf dem Berg, was du meinst. Ja. Ich möchte in dem Game wenigstens so weit kommen, dass wir ein Atomkraftwerk gebaut haben, weißt du? Ja, da forschen wir ja gerade drauf hin. Dass wir halt alles, was man bauen kann, einmal gebaut haben, wenigstens. Ja, ich. Dann kann man ja, keine Ahnung, einen neuen Spielchen oder sonst was, aber das Problem ist einfach tatsächlich mit dem Laggen bei dem Game, was irgendwann passiert, ne? Ja. Vielleicht muss man auch mal versuchen, weniger ausschweifend zu bauen. Oh, ja, ich habe Atom gefunden. Ich habe Atom gefunden. Eine Erzquelle? Ich glaube schon. Nicht sammeln. Das ist dann ein purer Tod. Ich musste erstmal generell da weg. Ich habe schon noch 2 live. Ja, das ist heftig da. Ohne Schutzanzug ist es nicht machbar. Nicht zu empfehlen, oder was? Nee. Überhaupt gar nicht. Bisschen Sprit ablegen hier. So, Schutzanzug. Mir fehlt Gewebe, muss ich ja noch herstellen. Seid ihr wieder da oder was? Ich bin wieder da, ja. Hast du noch an mich gedacht? Du auch was ab, Chris? Du solltest doch was mitbringen, wenn du was findest. Hab ich doch. Wir haben beide über 1000 Mycelium, wobei ich glaube, da kommt genug für dich raus, Jule. Okay. Die Mycelium-Forschung haben wir aber schon dicht. Du brauchst ein Mycelium für ein Stück. Es geht ja jetzt ordentlich was drauf für die Schutzanzüge, ne? Weil du ja Gewebe herstellen musst. 50 Mycelium geht drauf. Ja. Ordentlich was. Ja. Ich hab 1200 dabei, 50 geht drauf. Es geht ordentlich Mycelium drauf. Mann, ey. Die Computerfabrik. Nein, ich glaube, Frankie, weißt du, wo, glaube ich, richtig, richtig viel drauf geht? Was denn? Wenn wir die Heildinger im großen Stil herstellen. Ja, so großen Stil brauchst du die eigentlich nicht machen, so dass du eigentlich selber genug dabei hast. Ja, so ein 200er Stack. Ein Schutzanzug. Ich habe jetzt einen Schutzanzug. Soll ich dir direkt auch einbauen, Julo, oder was? Bitte. Frankie? Ja. Kannst du einmal gucken, wie man den anziehen muss? Guck ich direkt. Schutzanzug.
muss den wirklich anziehen überm Body. Also ich habe ihn gerade an. Ah, Brauchst du auch Gasmaske, also diesen Gasfilter brauchst du, Kartusch. Ja, das hätte ich dir gesagt. Also diesen Jodfilter brauchen wir auch. Turbodraht und Gasfilter. Und Gasfilter brauchen Kohle. Ja. Kohle habe ich jetzt nicht hier. Kannst du dafür auch Holzkohle nehmen? Nee, muss Kohle sein. Okay, ich dachte Holzkohle, aber das wäre cool gewesen. Stehst doch gerade neben mir, dann siehst du doch schon, dass ich den Anzug anhabe. Ah ja, cool. Ich sehe es ja selber nicht, aber... Warte. Hast du auch einen, oder? Nee, aber ich muss eben Biomasse herstellen, damit ich... Ich muss gerade noch ein bisschen Gewebe herstellen. Liegt da irgendwo noch eine Truhe oder habt ihr da schon weggenommen? Gewebe? Eine der vielen Truhen, die da an der Seite steht. Neben dem könnte, dass da überall noch Gewebe drin ist, aber ich baue gerade noch was nach, also. Mutant. Damit ich dir direkt einen Schutzanzug bauen kann. Baust du gerade schon den Schutzanzug? Ich baue gerade einen, ja. Nice, danach gehe ich gut dran, dann kann ich auch noch einen bauen. So, deiner liegt jetzt in der Kiste beim Hub. Frankie? Ja, ja, ich komme da hin. Kannst du hier, wo ich stehe? Hier? Moment. Vielleicht einen großen Container hinstellen? Großen Container? Warum großen Container? Da kommt das ganze Mycelium rein. Also reicht da nicht so eine normale Kiste? Wenn du da genug Mycelium reinkriegst? Ja. Warum nicht? Ich hätte gerne aber deine leere Kiste, wo nichts anderes drin ist. Kriegst du, ja, hier direkt neben den... Die Computer. Ja, hat gereicht. Ich hab meins auch noch reingepackt. Was fehlt da? Haben wir hier sowas schon? Oh, hast du Aluminiumplatten dabei, Frankie? Nein, ich habe keine mehr. Ich habe nur 4 Stück. Wo gibt es die? Wir haben noch eine Fabrik für, die ist aber oben auf dem Deck. Oh, boah, ganz, ganz, die ganz oben, ja. Die auf der Fabrik. Da fliegst du dran vorbei, wenn du ein Bauziel willst. Ach, da oben, okay. Born, ich hab's gleich irgendwo. Das gibt's doch nicht. Das ist nicht mal ein bisschen Kohle, ne? Schrecklich. Ich will mal irgendwo Kohle organisieren. Ja, ich bin gerade dabei, Kohle zu holen. Stahlrohre. Meine gleich. Und Vitis bringt ein bisschen mehr Aluminium mit, denke ich, ne? Meine gleich, ich meine. Hast du nur die P-Computerfabrik? Boah, es existiert eine Computerfabrik, ja? Ja, es existiert auch irgendwo eine Platinenfabrik, habe ich gehört. Ja. Dass man das, Es gibt eine Platinenfabrik. Ja. Die Frage ist wo? Alter, ist das unübersichtlich geworden hier teilweise? Ja, wir brauchen echt irgendwo einen Knotenpunkt, wo alles zusammenkommt an fertigen Produkten. Braucht man nicht immer quer durch den Bus latschen, sich die Sachen suchen. Weißt du, was das ein Unterfangen ist? So ein Lager zu bauen. Das ist ein riesen Lager dann. Du brauchst quasi einen Container für jeden Rohstoff, also das ist dann ganz schön heftig. Einträge. Weißt du, wie viele Gänge das dann gibt? Ich
kommen wir dazu. Wie war das noch, wie das in den jugendlichen Leichtsinn, was wir auch mal gemacht haben? Einfach ist doch, wer einfach nur dahin, weißt du? Einfach so ein kleines Lager, weißt du? Das hätte uns damals, glaube ich, das Genick gebrochen. So. Ich bin dafür, dass wir irgendwann mal ein Lager bauen, aber das wird diesen Server zerstören. Das kann sein, ja. Beziehungsweise, du müsstest einfach tatsächlich mal richtige Server geben. Ja, finde ich auch. Warum ist es mir so schwer? Ist voll gewohnt, wenn man Jetpack die ganze Zeit hat und dann springt man und dann geht der Jetpack hier. Ich hab die Computer gefunden. Hey! Dieses, ja, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn Jetpack nicht anhast oder keinen Sprit mehr hast und dann bist du schon gewohnt, jetzt den Jetpack zu fliegen. Ich würde garantiert zwischenzeitlich ein paar Mal sterben. Oder ein Early, ach, wenn du nachher mal neu startest und denkst dir, ja, oh, geil, du hast ja eh Jetpack. Quatsch! Hä? So, und jetzt haben wir doch noch irgendwo Platine. Ich weiß. Voll angewohnt, voll die Gewohnheiten und so ein Kram, weißt du? Ja, aber es ist, geht schnell, dass man sich daran gewöhnt. Hier ist es. Sicher auch nicht schlecht, es ist, aber. Ich hab's. Frankie? Ja? Weißt du, wo du gerade bei mir rumstehst? Wo denn? An der Fabrik. Stimmt das zufällig? Ich bin gerade bei der Stahlschmelze, ja. Also fast. Nein. Richtig. Ja? Du bist nicht hier. Ja, aber ich hab dich gehauen und es passiert nichts. Und du backst nie wieder. Nee, das bin ich nicht, nein. Das ist ja das, was ich manchmal hab. Du stehst irgendwo, steht irgendwo, du haust den und der ist gar nicht da. Oder generell, er ist nicht da, der kommt da einfach an oder so, das ist... Bucky! Wo kann ich denn nur 4 heißen? Du bist gerade extrem leise, oder? Ich? Ja. Jetzt geht's eigentlich wieder. Ich hab wahrscheinlich einfach nur leise für mich gerade vor mir hingesprochen. Ich wollte gerade sagen, vor dich hingebrabbelt, war? Ja, mit mir selber gesprochen, weil mir keiner helfen kann. Was, dir ist noch zu helfen? Nee, mir ist nicht mehr zu helfen. Schon lange nicht mehr. Das ist traurig, Jule. Was, dass du mir nicht mehr helfen kannst? Ja, ne, ich bin jetzt traurig. Oh. Bin du ganz traurig? Das möchte ich aber nicht. Fehlt nur noch das Bild, wie er sich wie so ein Kleinkind auf den Boden schmeißt. Das hatte ich gerade dabei etwas im Kopf, aber... Wie gut, dass ihr den Stream nicht guckt, also. Ne, ich hab ihn ausgemacht. Ja, war klar. Tap, 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 tap. Twitch. Stream an Wein. Neue Twitch-Tab aufmachen. Ja, Frank. Gummi. Gummi, Gummi, Gummi. Aber I got it, ba. Oh, Kabel. Die Gummi ist ja auch gar nicht mehr, wenn ab. Selbstmord, nein. Ein Gewebe. Über. Für alles braucht man hier mittlerweile Gewebe, wa? Da sind noch Kabel. Kann ich jetzt mehr bauen? Da ein bisschen Gewebe drin. Also extrem viel Gewicht im Rauch. Ja.
Boah, jetzt ein Cocktail, das wäre geil. Also wie kommst du da jetzt drauf? Her? Weiß ich auch nicht, habe ich gerade so drüber nachgedacht. Gott. Sag uns doch was viel Wichtigeres. Was denn? Was für ein Cocktail? Ja. Meistens entweder den Solero oder den Sex on the Beach. Eins von den beiden trinke ich meistens. Was ist ein Solero? Kennst du das Eis nicht? Ist das nicht so ein Capri-Sonne-Eis so mäßig? Nee, das ist Vanilleeis mit einer. Ist das Orange oder Maracuja von außen? So eine. Und das gibt's halt als Cocktail. Warte. Das ist ein Vanilleeis, was außenrum so eine Frosting, so eine Zuckerglasur aus. So eine Schicht dann, wie beim Magnum so zum Beispiel, okay. Nur halt mit einer fruchtigen Schicht von außen. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Da naja. Haben die halt auch einen Cocktail draus kreiert. Also ohne diesen Eis in der Mitte, ne? Nur mit dieser äußeren Schicht. Also Mangosaft und irgendein. Alkohol, ja. Vitus, mir ist gerade was in den Kopf gegangen. Und was ist im Sex in the Beach drin? Da fragst du mich jetzt auch was. Ich hab ein paar also bin da mehr so für die Klopper zu haben, ne? Eistee, also Long Island. Was auch immer gut geht, was eigentlich ja wie ein Frauencocktail genannt wird, ist ein Daiquiri. Okay. Fruchtsaft, Alkohol und Crushed Eis ohne Ende. Aprikosenlikör, Wodka, Ananassaft, Cranberry-Saft und Orangensaft. Ist im Sex on the Beach drin. Okay, so ein Inhalator, ne? Habe ich gerade herausgefunden, ne? Der heilt ja. Komplett. Nice. Okay, aber Jule? Ja? Immer wenn ich in Ägypten war, war das definitiv nicht im Sex on the Beach drin. Okay. Also, aber vielleicht mischen die das in Ägypten ja anders wie in Deutschland, weiß ich ja nicht. Nee, die Cocktails eigentlich gleich, aber es kommt drauf an, welchen Barkeeper du hast. Ja gut. Der eine denkt sich so, ich halte mich da dran, der andere denkt sich, Hauptsache das viel Früchte. Oder Flugzeug. Und der nächste denkt sich so, ich will nicht so oft laufen, mach mal Alkohol ohne Ende rein, dann bestellen die nicht so oft. Ja. Das haben wir in Tunesien auch so gemerkt. Wo wart ihr eigentlich in Tunesien? Hugada. Was? Ja, der? Nein. Jetzt mag ich mal Ägypten. Ich wollte gerade sagen, es ist ein leicht verschiedenes Land. Ah, oh, ja. Das war gut. Wunder Stil waren wir. Nee. Doch. War das. Achso. Warte, doch, kann ich dir gleich sagen. Ich hab das abfotografiert. Monastir, die Stadt, also zumindest in der Stadt, in der Nähe der Stadt. In der Nähe der Stadt macht Sinn. Ich muss gerade nur mal auf die Karte gucken, weil ich war ja letztens auch mal in Tunesien, so ist es nicht. Es gibt ja zwei, zwei Flughäfen. Einmal exakt. Tunis und einmal Monastir. Ja, dann war es Monastir. Entschuldigung. Ja, Monastir war das auch und ich glaube, dann waren wir in Madia. Ja. Ja, da waren wir auch. Ein Fünf-Sterne-Hotel? Ich weiß nicht, was für eins das war. Direkt am Strand? Auf jeden Fall, ja. Wie ein Stück außerhalb von Madia war das so. Gab's da so einen Weg direkt zum Strand? Von Hotel aus? Du hattest im Hotel einen Pool mit Bar und hinterm Pool ging's direkt zum Strand. Ja, wir hatten da auch eine Bar und dahinter ging's direkt zum Strand. Wir hatten einen Pool mit drei Becken draußen. Waren das drei Becken, zwei oben und eins in der nein, Mitte? Nein, nein. Ja, obwohl, das waren schon mehrere Becken, aber ich glaube, die waren nicht verbunden. Ja, die waren auch nicht verbunden. Ja, Frank hat dann eine Verbindung gefunden, aber eigentlich ja. Wären sie nicht verbunden gewesen. Es sind drei Pools, die auf drei Ebenen zusammen sind. Und in der Mitte ist der etwas tiefer. Und da ich mein Handy neu aufsetzen musste, weil mich mein altes Handy enttäuscht hat, ich die Fotos gestern noch gesehen, warte. Nachher war Zufall, dass du nachher eventuell im selben Hotel warst. Naja, wenn er uns den Namen verraten könnte. Wenn ich den jetzt so aus dem Kopf wüsste, ich suche gerade.
Oh Mann. Kein 5-Sterne-Hotel. Ich suche gerade ein Bild von dem Pool, dann schicke ich das Bild vom Pool einfach mal. So, was braucht denn eigentlich Jule für weiterkommen hier? Schwarzpulver. Dafür brauche ich Schwefel. Schwarzpulver? Turbodraht brauchst du, wie blöd. Ich glaube, ich mache mal eine Turbodrahtfabrik, oder? Okay, die Fotos von dem Pool habe ich nur in der Nacht. Das ist gut. Weil der so schön beleuchtet war. Claudia, wo habe ich die denn? Diese Fotos von der Nacht, das wären auch gut. Warte, ich bin sofort wieder da. Wir waren letztes Jahr, 2018, ne? 2018 waren wir da, ja. Was ist denn das, was fehlt? KI-Begrenzer. Sowas hatte ich doch schon gefunden. Highspeed-Anschluss. KI-Begrenzer nicht irgendwo hier? Wieso mischst du dich jetzt in meine Forschung ein? Ich will dir doch nur helfen. Ich gucke hier, ob hier ein paar Sachen sind. Ich da reinwerfen kann. Direkt an Hub, weißt du? Soll ich mich da raushalten? Nein, du kannst ja gerne helfen, aber... Ich habe so ein paar Sachen reingeworfen. Turbodraht ist gerade der Knackpunkt. Also, du hast wahrscheinlich jetzt alle Materialien schon da, oder? Die du brauchst, ne? So, was brauche ich denn da für Materialien fürs Rein? Traktor. Das und das. So viel Holz, ne? Ich pfeffer einfach mal gerade ein bisschen Holz im Verkauf rein. Oh, wir haben sogar 9 druckbare Coupons mittlerweile. Wo hast du? Wo hab ich was? Den Schutzanzug. Schutzanzug habe ich dir hier in die Kiste gelegt. Hast du deinen schon an? Ja, mein. Nee, gerade nicht. Ich wollte gucken, wie das aussieht. So, mein Navi an. Sexy. Ja, wie wär's, wenn du mal deinen anziehst, damit ich mal sehe, wie das überhaupt aussieht? Sieht genauso aus, wie es bei Vitas aussieht. Vitas habe ich auch nicht gesehen. So. Interessant, einfach nur gelb. Ja, richtig. Ich werde aber wieder mein Jetpack aufsetzen. Da bin ich jetzt gleich gespannt, ob die im selben Hotel waren wie wir. Ja, das wäre schon lustig. Alter. Was? Wie viele Ressourcen hier in den Kisten rumlungern, ne? Ja, wir müssen unbedingt mal die Kisten alle aufmachen. Oh, wieder da. Madea Beach ist das Hotel. Nee, es war nicht unseres. Nee. Auch, ist auch kein 5-Sterne-Hotel gewesen, glaube ich. Wir waren im Iberostar Royal. Ja,
Das war 3 Meter, oder es war die Stadt ein Stückchen weiter hoch. Ja, das war das etwas Größere, ne? Das war klasse. Der Virus da war direkt in Madia, ne? Ja. Auch, aber auch Stadtrand, also waren ja, nur 50 Meter schön. Oder 100 Meter. Irgendwie bis zum Stadtrand. Ich suche gerade das Iberus da, ob das oben oder unten an der Stadt. Iberus da Royal El Monazur oder so. Ja. War nicht schlecht. Boah. Brauche ich denn eigentlich KI-Begrenzer? Aber liebe Freunde, das war's aber auch schon mit dieser Folge. Mal Wir waren leider nicht im selben Hotel Urlaub machen, ne? Wie das? Nee, aber weißt du, was das Lustige ist? Ich habe gerade euers gefunden, das war ja direkt am Hafen. Man soll es nicht direkt am Hafen. Was ist in Iberus da? Ah, wie ist das weiter? Iberus da? Royal El Masur oder so. Ja. Ich habe jetzt gerade das Foto weggeklickt. Royal El Masur gefunden. Ja. Ist ja mit? Ganz im Ernst? Ja. Und wenn du dann da bist, ne? Ja. Und von da auf der Karte 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hotels weiter hoch gehst. Ja. Hast du das gefunden, wo wir, glaube ich, waren? Ja, das ist, glaube ich, das 4 Sterne dann, ne? Ja, da kostet die Nacht 65, bei eurem hat es 115 gekostet. Ja. So viel haben wir gar nicht für bezahlt. Es ist jetzt gerade ist das ja da, wo eher noch Leute hinfliegen können, ne? Ja. Die haben wahrscheinlich die Preise angezogen. Da sind wir vorbeigefahren, tatsächlich. Ja? Ja. Kann gut sein, ja. Wo wir da waren, das war ganz interessant, da haben sie nämlich die Straßen geteert. Weißt du, wie schnell die da die Straßen teeren? Das ist eine Sache von 24 Stunden, haben sie die Straße fertig. Ja, die kloppen aber auch einfach nur eine Schicht der Teer da oben drauf. Richtig, die kloppen nur eine Schicht Teer durch und fertig ist. Und die Gullis, die kloppen sie nachträglich rein. ich hatte meiner Mama Bescheid gesagt wegen dem Sauger. Ja. Ich will morgen mal gucken, ob man da noch irgendwie was runter machen kann oder so. Ja, das ist ja der für 199 war das. Genau, aber nicht so, dass du trotzdem, liebe Freunde, das war's mit der Folge. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Pass.